Hallo meine Magic-Freunde, wir sind hier wieder bei Magic Duels und beim Booster Kaladesh, ja, immer noch. Und hier wird uns wieder das nächste Duell angeboten mit diesem finsteren Freund, ja. Was es mit dem auf sich hat, das weiß ich noch nicht, aber das finden wir dann jetzt mal heraus. Massen von Zuschauern strömen in die Arena im Zentrum der Erfindermesse und fiebern gespannt dem spektakulären Finale entgegen. Der großen Ausstellung. Mit viel Getöse küren die Preisrichter die besten Erfindungen. Alle Augen ruhen auf dem angesehenen obersten Preisrichter Tezzeret, der als Gast des Konsulats verkündet, persönlich beim letzten Duell anzutreten. Die Zuschauer brüllen nahezu ekstatisch, als die gefangene Renegatin Pia Nala in die Arena getrieben wird. Über das Gesicht des Metallmagiers huscht ein Lächeln, denn sein Plan scheint aufzugehen. Ja, also wie man an der Hand sieht, schon ein echt finsterer Typ, vor dem man schon ein bisschen Schiss haben kann. Und ja, wir treten hier aber als Tezzeret an und damit als Metallmagier. Dementsprechend behalten wir jetzt einfach mal diese Hand und spielen den versunkenen Talkessel. Ja, der Gegner spielt hier ein Gebirge, da man davon ausgehen kann, dass Pia Nala eigentlich nur rote Karten hat, und sie spielt hier einen Lehrling des Erfinders. Ja, der natürlich mit Artefaktkarten geboostet werden kann. So, wir bekommen hier noch einen Sumpf. Der Sumpf sieht hier auf dem Bild aber ein bisschen edler aus, aber okay, ist immer noch ein Sumpf. Dann haben wir den Schmugglerboss, der Lebensverknüpfung hat. Und immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, wende Hellsicht an. Oder wir können die Fiole des Alchemisten spielen. Dann darf ich eine Karte spielen. Und ja, wenn ich die Fiole opfere, kann eine Kreatur meiner Wahl in diesem Zug nicht angreifen oder blocken. Dementsprechend spiele ich jetzt einfach mal die Fiole. Womit wir hier noch eine Karte bekommen, was die Meisterin der Marionetten ist. Genau, aber das war es auch schon mit unserem Zug hier erstmal. Und wir haben hier die Rennbahnfanatikerin, die der Gegner spielt. Eine Pilotin, die auch Eile besitzt. Genau, und wir werden hier angegriffen. Hätte ich vielleicht noch den Schmugglerboss spielen sollen, weil ich hier immer noch Züge noch nicht so ganz im Blick habe, da genau sie hier gleich angreifen dürfte. Ich spiele hier die Insel und spiele dann folglich jetzt den Schmugglerboss. Genau, der hier Lebensverknüpfung hat, und Lebensverknüpfung bedeutet ja, dass wenn ich jemanden gewissermaßen Schadenspunkte zufüge, dann bekomme ich hier Lebenspunkte gut geschrieben. Und ja, wir drücken hier einmal weiter. Immer noch weiter. Und wir haben hier sauberes Ende, womit ich eine Kreatur meiner Wahl zerstören kann. Und für jedes Artefakt, das ich kontrolliere, erhöhe, bekomme ich einen Lebenspunkt dazu. Überschwemmter Knochenacker. Ja, den kennen wir schon. Den Schlingenthopter.
ja, ein fliegender Zopter gewissermaßen. Genau. So, wir kommen hier den Irapur Feinmechaniker. Spielt hier der Gegner. Und er bekommt hier einen Zopter aufs Spielfeld mit seinem Feinmechaniker. Und wir spielen hier die versunkenen Katakomben. Und spielen auch noch den Schlingenzopter. Möchtest du diese Karte auf oder unter deine Bibliothek legen? Ich lege sie auf meine Bibliothek. Damit ich hier meine fliegenden Streitkräfte ausbauen kann. An diesem Punkt. Und der Lehrling bekommt... Ja, okay. Genau. Wir greifen hier an und ziehen Pia quasi 3 Lebenspunkte ab, damit sie auf dem gleichen Stand ist wie wir. Genau, der Zopter des Gegners greift uns hier an und zieht uns 1 Lebenspunkt ab. Und der Gegner spielt noch einen Turmspitzeninfiltrator, der, wenn er getappt wird, jedem Gegner einen Schadenspunkt zufügt. Ja, die Streitkräfte des Gegners wachsen hier ziemlich schnell. Wir spielen hier den Knochenacker und spielen hier auch noch den zweiten Schlingenzopter. Womit ich hier eine Karte ansehen darf. Ja, die Tundagentin ist auch eine ziemlich gute Karte. Für meine Erfahrung zumindest. Und ich lege sie damit auf mein Deck und greife hiermit beiden Zoptern an, die dementsprechend nur von diesem einen Zopter geblockt werden können. Ja, sofern ich mehr Länderkarten habe, würde ich auch gleich das saubere Ende spielen, um hier den Lehrling aus dem Feld zu nehmen. Ja, ich würde hier... Wen würde ich hier blocken? Ich denke, es ist ziemlich egal, wen ich hier blocke, aber ich möchte den Turmspitzeninfiltrator blocken hier, der auch mehr Angriffspunkte hat. Genau, und damit werden uns weniger Schadenspunkte abgezogen und wir überleben somit. So, damit die Wirblerräuberin. Genau, wir spielen hier. Okay, uns wird hier geraten, die Dunt-Agentin zu spielen. Die hier auch einen Angriffspunkt mehr bekommt, dank meiner Fiole hier auf der rechten Seite. Und ja, damit geht es weiter in die Angriffsphase. Und wir greifen hier wieder mit unseren beiden Schlingenzoptern an. Und der Gegner spielt schicksalsträchtige Machtprobe. Ja, damit, wie man gerade lesen konnte, werden hier gewissermaßen mit hier ein Schlingenzopter zerstört, da sie noch 2 Karten auf der Hand hatte und das reicht, um hier den Schlingenzopter aus dem Spiel zu nehmen.
Und unser anderer Schlingenfabter wird von dem Fabter des Gegners geblockt. Und ja, damit hat man unseren Angriff für diesen Zug vereitelt. Und wir schauen, was der Gegner macht. Der Gegner spielt hier ein Ovalhatz-Dragster, der ziemlich reinhaut, würde ich mal sagen, mit seinen 6 Angriffspunkten. So, das Fahrzeug kommt hier mit ins Spiel. Und ich blocke hier mit meinem Schmugglerboss, blocke ich den Irapur Feinmechaniker und ich frage mich, ob ich, wenn ich mit der Dund-Agentin den Ovalhatz-Rackster blocke, ob diese Gerätschaft dann damit rausfällt. Das würde mich jetzt interessieren, das probieren wir jetzt aus. So, der Kirapur Feinmechaniker stirbt hier gewissermaßen oder fällt aus dem Spiel. Wir bekommen die anderen Schadenspunkte und ja, wir haben noch 5 Lebenspunkte insgesamt. Aber der Dragster fällt aus dem Spiel. So, damit spielen wir jetzt, ich würde sagen, wir spielen die Wirbleräuberin, da wir da auch noch einen Thopter bekommen, der ja damit auch fliegend unterwegs ist, oder sogar 2. Wir bekommen sogar 2. Wir haben hier die Verzauberung hinterlistige Pläne, was eine Verzauberung ist. Und ja, was macht es denn? Immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du 1 bezahlen. Falls du dies tust, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt. Ja, so viele Artefakte habe ich gerade nicht, außer meinen mein Aether Passat ist hier kein Artefakt, alles klar. Da habe ich mich dann ein bisschen verguckt. Aber gut. Damit geht es dann weiter. Und mir wird hier geraten, mit beiden Kreaturen anzugreifen. Wir sehen hier, was das hier auslöst. Wir sollten damit einen Lebenspunkt mehr bekommen. Genau, wir haben jetzt 7 Lebenspunkte. Und ja, überspringen jetzt hier einfach mal diese Phase, ohne eine, um die Fiole auszulösen oder dergleichen. Und der Gegner spielt noch einen Renegatenfrachter. Was natürlich wieder ein Artefakt ist. Und wir werden hier wieder angegriffen. Und ja, wir blocken wir oder blocken wir nicht? Ich würde an dieser Stelle würde ich gewissermaßen
Okay, uns wird hier empfohlen, mit der Wirbelräuberin zu blocken und ich blocke hier einmal die Rennbahnfanatikerin. Das scheint hier ja, ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Aber ich spiele hier oder zumindest möchte ich hier sauber das Ende spielen und nehme damit den Lehrling des Erfinders aus dem Spiel und bekomme damit ein paar Lebenspunkte und ja, uns wird hier geraten mit den Thoptern anzugreifen. Entschuldigung. Genau, das machen wir dann auch gleich jetzt mal. Und so bleibt unserer Pia noch zwei Lebenspunkte übrig. So, unser Freund hier hat hier nichts gemacht. Soweit. Die Gießerei der Konsule, ja, ist ein Land und lässt mich meinen Mana-Vorrat erhöhen. Und ich spiele jetzt bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst und eine bleibende Karte deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Wir spielen hier einfach mal die hinterlistigen Pläne an dieser Stelle. Und ja. Und holen uns. Naja. Ich drücke hier einfach mal auf Weiter. Bringt hier im Moment gerade nicht viel. Und ja, ich denke, wir greifen hier einfach mit unseren Thoptern wieder an. Da der Gegner gerade hilflos ist, oder unsere Pia besser gesagt. Genau, unsere Pia hat damit eigentlich schon verloren. Und ich denke, es war eigentlich eher ein knappes Match. Also ich konnte mich mit diesem Deck nicht so gut behaupten. Wir haben jetzt eben diese 40 Münzen bekommen. Ja, ich bin an dieser Stelle froh, dass ich gewonnen habe. Und ja, damit haben wir die nächste Mission im Story-Modus gewonnen. Und ja, trotz ihres Einfallsreichtums und ihrer Erfahrung ist Pia als Erfinderin der mächtigen Metallmagier Tezzeret nicht gewachsen. Tezzeret gewinnt die Oberhand und ist im Begriff, Pia mit einem tödlichen Treffer auszuschalten. Voller Entsetzen halten die Zuschauer, die den Ernst der Lage erkannt haben, den Atem an. Ja, das war's hier von mir mit der nächsten Mission. Mit dem Metallmagier Tezzeret und dem Booster Kaladesh vorerst. Und ja, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal für die letzte Mission im Story-Modus vom Booster Kaladesh, dann heißt es wieder, schaut you back. Bis zum nächsten Mal.